Dein Hund kommt schon, wenn du ihn rufst, aber er bleibt einfach nie stehen, wie du das Kommando Stopp aufbauen kannst. Stop and go! Das Kommando Stopp. Es ist ein schönes Kommando, der deinen Hund vor Gefahren bewahrt und auch so, wenn er mal einfach anhalten soll an der Straße oder auch einfach so beim Spaziergang einfach mal auf dich warten soll, ist dieses Kommando echt Gold wert. Als ich Rocky als Alleinhund noch hatte, bevor die zwei anderen Holzköpfe dazu kamen, habe ich dieses Stopp-Kommando mit dem Kommandowort Stopp auch aufgebaut. Sprich, Rocky kannte Stopp und auf Stopp ist er stehen geblieben. Im Stehen, im Sitzen war mir egal, Hauptsache er bleibt auf dieser Stelle, wenn ich das Kommandowort sage. In einer Mehrhundehaltung ist das aber von Vorteil, sich auf Kommandos zu beschränken. Denn umso mehr Kommandowörter du benutzt, umso wuseliger wird die ganze Angelegenheit. Darum bin ich jetzt auf das Kommandowort Sitz zurückgekommen. Sitz ist das, also das Allround-Kommando. Wenn das sitzt im wahrsten Sinne des Wortes, hast du ganz wenige Probleme. Und zwar, Stopp, was bedeutet das? Der Hund soll stehen bleiben. Ja, aber wenn der Hund steht und meinetwegen abwartet, dass ein Radfahrer an ihm vorbeifährt, dann ist es nicht gewiss, dass er denn nicht doch nach vorne springt. Auch der Radfahrer hat dabei dann nicht so ein gutes Gefühl, als wenn der Hund sitzen würde. Und dieses Kommando Sitz zu verlassen, ist wesentlich einfacher, schwieriger für den Hund, als das Kommando Steh oder Bleib zu verlassen. In diesem Sinne würde ich dir wirklich empfehlen, begrenz dich auf wenige Kommandos, die im Endeffekt das gleiche aussagen. Also bei uns ist es jetzt Sitz und dazu zeige ich dir jetzt ein paar nette Bilder. Viel Spaß! Okay.
Wenn du kein Video mehr verpassen willst, dann klick die Glocke. So. Oder so. Oder so.